Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Transport FIFA 2. Ich habe ein paar Streckenoptimierungen gemacht, unter anderem habe ich die blauen Pfeile ausgetauscht zu einem BLS-Lokomotive, der AE44 und deutschen Umbauwagen. Wo ist denn der Zug gerade? Ist er das hier? Ja, da ist er. Inklusive Steuerwagen. Lass mal kurz pausieren. Ich habe mir gesagt, es könnte vielleicht sein, dass die auch mal in der Schweiz gefahren sind. Also hier der Steuerwagen mit zweiter und dritter Klasse und der ersten und zweiten Klasse bei der vorne und hier die BLS-Lok. Das habe ich vor allem aus Performance-Gründen gemacht, denn der blaue Pfeil bringt mir die FPS down auf unter 10 FPS. Irgendwie nicht so geil. In dieser Episode möchte ich aber hier die Mariazellerbahn bauen. Und zwar hier den Hügel hier so entlang. Dass wir hier einen eigenen Bahnhof bauen und hier. Und wir werden die Stadt umbauen in... umbenennen in Mariazell. Dann passt sie irgendwo. Okay. Ich würde sagen, wir fangen auch mit dem Bahnhof an. Personen. Und dafür hat es einen eigenen. Das muss ich nur noch finden. Ist es der? Ja, genau. Mariazellerbahn. Gebäude auf der linken Seite. Mariazellerbahn. Ich würde sagen, wir gehen mit Holzschwellen. Wir machen das längste. Drei Gleise. Hupfino7, vielen Dank für den Follow. Okay, also das ist der Bahnhof. Ich glaube, den werden wir vielleicht nochmal manuell... Oh, ja. Danke für den Host. Jetzt geht's aber rund hier. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, genau. Eben, Mariazellerbahn, Bahnhof. Wir haben es hier recht hügelig. Wir können sagen, wir fahren hier hinten rum. Dass wir hier wie so eine Art Depot machen und den Bahnhof. Und dann hier hinten rausfahren. Das glaube ich, finde ich gar nicht mehr so schlecht. Dann haben wir hier den... Aber ist das wirklich eine gute Idee? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und die Industrie... Ja, die Industrie macht Sinn, weil hier bräuchten wir auch diese Kisten da. Okay, Bahnhof. Also die Straße werde ich neu machen. Ich werde den mal hier platzieren. Ist jetzt gar nicht beschriftet. Mariazell Hauptbahnhof. Okay, und das gleiche Spiel hier. Schauen wir hier von der Landschaft aus, dann können wir den ungefähr hier bauen. Und den werden wir umbauen zum Kopfbahnhof. Oh, wir haben ja gar keine Oberleitung. Holzschwellen mit Catenary. Ich glaube, das Gleis dort drin lasse ich mal ohne Oberleitung. Mal schauen, was mir da noch einfällt. Lifotechnisch. Es gibt ja auch bei der Mariazellerbahn eine Dampflok. Okay. Das hat jetzt irgendwie schräg gemacht, dass der da nicht gleich ist. Und jetzt hätte ich gern von den Buildings her das Mariazeller-Gebäude. Bahnhofsgebäude. Ach, ich kann das da unten aber nicht platzieren. Okay,
Wie kriege ich jetzt das hin? Platforms Island. Nicht das, was ich suche. Das sieht dämlich aus. Das ist nicht das Gleiche. Inselbahnsteigplattform ist eine Epoche A. Ah komm, platzier's mal. Das ist nicht die gleiche Farbe. Gibt es als Plattform? Plattforms Island, Plattform Left. Ich glaube, das wäre hier schon richtig gewesen. Gut, machen wir es erstmal mit eben hier. Und kann ich jetzt hier? Na, ich kann da nach wie vor nichts hinbauen. Und jetzt haben wir auch hier eine Schräge drin, das ist auch falsch. Okay. Ja, halt. Ich will ja nicht das Ganze abreißen. Machen wir das hier am Anfang wieder weg. Gut, dann ist, wie es ist. Dann werden wir aber hier eine Wendemöglichkeit irgendwie reinbasteln. Gleise 760 mm. Mit Oberleitung. Hier grad bleiben. Die Loks sind jetzt sehr lang. Sagen so. Stimmung zu groß. Es ist sehr sportlich da. Okay, und hier nochmal die Abstellung. Kriege ich das hier nochmal gerade raus? Das geht. Aber nicht ohne, dass er hier eine Kurve macht. Ungefähr gleich lang. Okay. Ah, hier die Weichenlampen schauen das toll aus. Cool. Dann haben wir das. Ja, dann heißt es jetzt erstmal Strecke bauen. Wir fangen an. Habe ich gerade mit Parallel Tracks. Hier gerade fahren. Also ich möchte eigentlich hier da. Wobei. Auch nicht allzu weit. Und dann gehen dann hier schon in die Kurve rein. Wenn man Tunnel machen. Ihr seht schon, die dürfen hier nur 80 fahren. Macht jetzt hier keinen Tunnel. Macht sogar eine Brücke hier rein. Weil. Ja gut, warum auch nicht? Sagen, gehen wir auf was Moderneres. Das hier. Ah ja, jetzt so. Und unser Ziel, ist noch weiter hinten. Okay. Sehr gut. Ah,
hier werden wir wieder eine Brücke bauen, weil wir sind hier schon wieder recht hoch. Wenn ich mir das mal hier anschaue. Wirtschaftlich eine Katastrophe, diese Bahn. Wir machen jetzt hier die Kurve. Und dann fahren wir da gerade weiter. Parallel Tracks aus. Und, ach, come on. Ich will gar nicht, dass du zu steil nach unten gehst. Dann nehmen wir jetzt mal hier die Brücke. Machen dann hier die Kurve wieder. Wieso macht er das hier? Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Hoffentlich kriegen wir das noch irgendwie schön, wenn wir es schöner glätten. Langgezogene Kurve, wie geht das Profil weiter? Ich denke mal, wir fahren ab hier dann gerade. Probiere ich das mal mit den Glätten, weil das sieht ja echt furchtbar aus. Ja, man kann es etwas verschwinden lassen. Verstehe mir nicht, dass er das macht. Das muss irgendwas mit dem Gleis hier sein. Und da vorne hat er es auch gemacht. Das können wir dann noch ein bisschen mit Bäumen zupflastern und dann sieht man das nicht mehr. Okay. Gehen nochmal durch den Berg durch. Wie schaut es mit Geld aus? 1 Million. Da bin ich zufrieden so. Mach mal. Okay, hier geht es auch mal ein bisschen nach unten. Wir müssen aber darüber. Jetzt hier eine gerade Kurve und dann wieder gerade. Also ungefähr so. Noch eine Brücke. Dann nehmen wir jetzt was anderes. Dann nehmen wir jetzt mal hier das hier. Medium. Gut. Und ab da wieder gerade. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Super. Müssen wir das Spiel mal ein bisschen laufen lassen. Cool. Ja, liebe Leute, wir machen jetzt hier mal eine kleine Aufnahmepause. Für YouTube gibt es nur einen Schnitt. Wir warten mal, bis wir Geld haben. Jetzt haben wir sogar minus 2 Millionen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück. Hier bei der Aufnahme. Wir haben jetzt 6 Millionen und wir werden jetzt mal hier das Weiterbauen an der Strecke. Ich wollte ja hier gerade fahren. Wenn wir hier eine Kurve haben, nach unten, das passt mir eigentlich ganz gut. Dann sind wir eigentlich auch schon fast da. Wir fahren jetzt hier auch gerade weiter. Mal schauen, wie die Kurve wäre. Würde ich jetzt hier direkt den Anschluss machen? Nö, wir fahren jetzt erstmal hier gerade raus. Ja, das hätte ich hier gern gerade. Und hier fahren wir noch ein bisschen weiter.
Und jetzt die Kurve. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Das, was ich da weiterzogen habe, glaube ich, war das rechte Gleis, oder? Ja, das rechte. Soll heißen... Hier dann. Gut, das gefällt mir. Dann machen wir das hier noch zweigleisig. Na. Aber wir könnten es eigentlich weiterlaufen lassen hier, damit wir Geld generieren. Und wenn ich das dann wieder hier schön mache, kostet es wieder einen Haufen Geld. Okay, dann haben wir das hier jetzt zweigleisig. Dann... Den Bahnhof müssen wir noch umbauen, dass wir eine Oberleitung haben. Bitte einmal das hier. Gleise. Bitte mit Strom. Weiß gar nicht, was das bringt, dass man das hier ohne Strom bauen kann. Und da müssen wir die Gleise wegnehmen. Jetzt kann ich das nicht komplett ausbauen. Und einmal hier. Falls ihr euch fragt, warum ich hier nicht immer alles gleich wegnehme, ich habe es schon gehabt, dass wenn ich hier das ganze Gleis weggenommen habe, dann ist die Plattform weg gewesen. Und jetzt hier der Schluss noch. Cool, dann haben wir das. Dann hier den Anschluss. Dann hier eine Kreuzung. Dann hätte ich hier noch gern den Anschluss. Das müssen wir jetzt hier mal so machen. Und dann den Anschluss hier rein. Und das hier machen wir doppelkreuzungsweise. Dann passt es. Von den Depots her. Jetzt bin ich bei der Straße. Gebäude 67 mm Haltepunkt, Fachwerk Lokschuppen. Da haben wir mehrere von denen. Aber die haben alle, oder haben die eine Oberleitung? Na, die haben keine Oberleitung. Nein. Aber die sehen halt geil aus. Dann hätten wir hier noch den Ring Lokschuppen. Der hat aber auch keine Oberleitung. Lokschuppen Krimmel. Das ist der einzige, der eine Oberleitung hat, aber da passt die Gleise nicht. Das ist jetzt doof. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen schummeln. Oberleitung, ja. Warum hat der die falschen Gleise? Interner Fehler bei dem. Da ist der Mod im Arsch. Okay. Das Depot brauchen wir aber, damit wir hier elektrisch einmal rausfahren können. Ich glaube, ich hätte das gern hier hinten. Was ist jetzt mit dem Anschluss hier? Ist ein bisschen tief unten, ne?
Gut, 760 Millimeter fahren wir hier mal rein. Wir werden das gekonnt ausblenden, sieht das falsch ist. Und von hier noch. Fahren wir noch. Machen wir hier eine kleine Abstellung in der Kurve drin. Könnte man eigentlich gerade schon die Signale machen. Was würde ich bei der Maria Zellerbahn einsetzen? Ich glaube, ich würde mit ÖBB fahren. Hier. Haltfahrt. Wobei, hier ist ja Ausfahrt, da könnte man eigentlich die hier machen. Da hier alle auf der gleichen Höhe. Ja, das gefällt mir eigentlich. So, und dann hier noch eine Abstellung. Komm mal am besten hier raus. Oder wie schaut's Gelände aus? Ja, doch. Gleise 760 mm 1. Ich gern, dass du so rausgehst. Und da werden wir jetzt den Ringlokschuppen hinpflastern. Da wäre es nix. Auch nicht möglich. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Okay. Lässt du mich sogar nicht bauen. Offset. Müssen wir das mal hier. Zack, Gleise, gehen wir mal runter. Das würde gehen. Null, rechts in der Anzahl der Schuppen. Das machen wir mal immer höher. Das mal so. Okay, wie sieht das jetzt aus? Das gefällt mir. Wir müssen uns dann noch irgendwo eine Diesel-Rangierlok hinstellen. Die was dann hier die Sachen abstellen wird. Als zweites Depot. Wegpunkt, warte mal, Gebäude. Also bin ich bei der Straße wieder drin. Das konnte ich ja nicht bauen. Dann haben wir ja noch das falsche. 460 mm, dann haben wir hier die noch. Ich würde gerne noch die da bauen. Das heißt, wir machen hier noch ein paar Gleise hin. Dich da jetzt hinbauen, ja. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ich denke mal, für die Maria Zellerbahn reicht es erstmal. Ist ja keine große Bahn. Anschluss von, was ist das früheste, was ich machen kann? Hier. Wie sieht das aus, wenn ich das hier mache? Machen wir mal so. Nice. Und fahren dann hier rein.
Deutschland jedenfalls hier. Okay, dann hier die Abstellung. Dann hätte ich noch gern hier das da. Dass die hier wechseln können. Gut, und Signale. Dann haben wir hier die Sperrsignale da hinbauen. Alle auf der gleichen Höhe. Gut. Und erstmal hier schön machen. Dann brauchen wir hier noch einen kleinen Straßenanschluss und ein paar Gebäude. Dann nehmen wir jetzt wieder das kleinste, was es gibt. Bis hier. Ein kleines Auto. Ich glaube, wir gehen mit einem Pflasterweg. Der eine Kurve, dann machen wir hier, ja genau, dann kommen wir hier so rüber. Ich bräuchte noch sowas wie ein Parkplatz-Asset. Ja, dann bauen wir hier noch ein paar Gebäude hin. Hier noch Deko. Und hier, wir können eigentlich mit der Straße hier noch weiterfahren. Und hier wie so eine Art Lagerplatz, den wir hier noch machen könnten. Von den Maltools. Was haben wir hier? Geröll, Felsen. Dreckwalbe und Erdboden, Asphalt, Asphalt 4. Wie sieht denn das aus mit Asphalt 4? Machen wir hier Asphalt hin. Okay. Wo ist der Kies gewesen? Sollen wir hier ein bisschen einkieseln? Hier so. Kies 4, schauen wir mal, wie das. Machen wir das. Autosave. Okay. Das lasse ich mal hier grün. Da weiß ich noch nicht, was ich mache. Okay. Strecke, neue Linie. Von da. Oh, Spiel, komm, beruhig dich. Gi Maria Zellerbahn. Gut. So, schauen wir mal von die Fahrzeuge her. Elektrisch. Wo sind denn die jetzt? Ach, da oben. 50. Die fahren alle 50. Haben wir dann noch was für 760? Schau mal, ah, Diesel, aber die fährt auch 50. 40, erst das Führung.
Das wäre dann noch für die Abstellung interessant. Die kosten auch gar nicht so viel. Du fährst 60. 20,95. Und dampfmäßig? 35, das ist extrem langsam. Aber hier sonst keine. Okay, dann fahren wir elektrisch. Wo ist sie? Ich würde sagen, einmal Flügelrad und einmal mit Altkasten. Oh, die sind aber teuer, ne? Und Passagierwagen. Geben wir nach Baujahr wieder. Ich würde da gerne mit den neuesten von da. Schmalspur Spantenwagen, vierachsig. Zweite Klasse. Ja, machen wir die mal in braun. Oder? Ja, machen wir es in braun. Erste Klasse. Zweimal. Zweite Klasse. 1, 2, 3. Gepäckabteil hinten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu lang. Das sind 98 Meter. Aber ich glaube, das könnte schon zu lang sein. Oh, mal Maria Zellerbahn. Historisch unterwegs. Ich glaube, die Geschwindigkeitstafeln können wir uns bei der Strecke echt sparen. So, jetzt schauen wir wegen der Länge. Ja, ist, oder? Ist zu lang rum. Oh, das könnte sich gerade noch ausgehen. Müssen wir mal schauen, ob er auf der anderen Seite wenden kann. Ist hier drüber. Also länger als das darf auf gar keinen Fall werden. Okay, cool. Dann würde ich sagen, setzen wir noch die Signale und machen dann eine Mitfahrt. Ausfahrsignal. So. Machen wir noch auf der anderen Seite hier. Ach, das haben wir ja hier gar nicht fertig gemacht. Ich schlammer ja. Wollen wir das hier auch großzügig mit Abstand machen? Da jetzt mal ohne Oberleitung. Fährst dann hier so rein. Mal Doppelkreuzung und die Ausfahrsignale. Einmal, zweimal, dreimal. Und schön machen müssen wir das ja auch noch. Dann sieht das ja bei der Mitfahrt scheiße aus. Okay. Das sieht alles eigentlich ganz gut aus. Gut, dann Streckensignal, Ausfahrsignal, Ausfahrsignal, Einfahrsignal, Einfahrsignal. Das wird irgendwo hier Sinn machen. Streckensignal. Autosig, ja, jetzt war ab da. Gut, das sind die ganzen Streckensignale. Wo war das mit dem Einfahrt?
Einfahrsignal. Das werden wir jetzt hier hinbauen. Inwiefern tut sich die unterscheiden? Schauen eigentlich gleich aus. Okay. Hier hat er jetzt auch nichts doppelt gemacht. Und er... Ja, das passt. Fahrt links und rechts. Gut. Dann machen wir jetzt hier mal die Mitfahrt. Und als nächstes müssen wir den Straßenanschluss machen. Und die Deko. Auf beiden Seiten. Cool, cool. Also. Einmal die Lok. Und die werden wir mal auf doppelt so schnell machen. Weil die ja recht langsam fährt. Nice. Mit 50 auf die Maria Zellerbahn. Das ist eine schöne Überleitungsmasten, muss ich sagen. Gefällt mir. Frames haben wieder mal Spaß. Aber ich glaube, die Strecke wäre vielleicht schöner gewesen, wenn wir die eingleisig gemacht hätten. Und mit ein paar Ausweichgleisen. Wieder zurückbauen. Was meinst du hier so? Sollen wir das zurückbauen auf eingleisig mit Ausweichstellen? Also jetzt haben wir das Geld zusammengesetzt dafür. Wenn wir das tun. Ach, schaut, dass die Frames jetzt aus dem Keller reingehen. Ja, mal schauen, was das ist. Ah, im Tunnel passen die Signale. Sollte ich mal sein Gesicht waschen? Müsste das eigentlich langsam mal da sein. Oh, natürlich wieder ein Autosave. Aber da ist schon Industrie, aber kann es nicht mehr so weit sein. Und da sind wir auch da. So, jetzt ist interessant, ob er hier sauber wenden kann. Was sollte er eigentlich? Platz hat er. Ja, okay. Gut, liebe Leute, das war's jetzt erstmal mit der Episode. In der nächsten geht's weiter, dass wir das hier ausdekorieren, anschließen und natürlich den restlichen ÖPNV anschließen, sonst fährt ja hier kein Mensch. Und ja, dann schauen wir weiter. Also, wie stehen denn?